Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen ASMR-Video von mir. Wir haben heute ein Ligaspiel vor uns gegen den Tabellenführer, also ein sehr wichtiges Spiel. Also wenn nicht sogar das Wichtigste, bei Leipzig ist sehr gut drauf, 10 Spiele, 9 Siege, ein Unentschieden, noch ungeschlagen. Selbst Bayern ist Platz 3 hier. Gladbach überrascht mit 25 Punkten und wir können heute mit 22 Punkten aufschließen und uns auch ein bisschen absetzen. Ja, ich habe die Spieler so ein bisschen geschont in dem Champions League Spiel. Sehr gut gefallen hat, war Zolles. Den kann man als Joker bringen. Sonst haben wir gerade Wolfer auch. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Den lassen wir jetzt auch mal drin. Und dann springen wir direkt in die Partie. Ihr könnt wie immer euren Tipp abgeben, was ihr denkt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Spiel. Und ihr könnt mir auch einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten da lassen, je nachdem, wie ihr diese Videos findet. So. Wir spielen in Leipzig. Wir sehen den Trainerstab auf der anderen Seite. Und die erste Aktion, Außenpfosten, Haaland. Sehr schönes Ding und Haaland macht fast das Tor, da springt der Ball nochmal auf. Achtung, das gibt Freistoß für Leipzig. Mit der zweiten Chance. Gegen rechts bei Leipzig und der Keeper ist da. Der Ungarn, glaube ich. Chance im Minutentakt. Olmo. Haaland kann den Ball nicht behaupten. Leider. Was passiert? Bellingham. Oh, schlechter Pass. Die Dortmunder drücken. Dortmunder drücken und Haaland macht das 1-0. 1-0 für den BVB. Sehr schönes Ding. Endlich haben sie sich belohnt. Silva, viel Pass.
das. Und dann geht es schon wieder in die andere Richtung. Mit Reus. Der setzt ab auf Hazard. Bellingham. Und Kulaschi. Hat den Ball. Reus muss nochmal zurücksetzen. Can. Boah. Mit einem Traumschuss. Aber Gulaschi hebt. Hält den Ball. So, Achtung. Adams. Mukele. Wird bedrängt, Adams. Und Einwurf. Leipzig. Achtung. Adams. Sasa fliegt da kurz vorm 16er. Bellingham holt sich viele Bälle, merke ich. Achtung, Vorteil. Leimer. Und Olmo schießt am Tor vorbei. Das war die Chance zur Führung. Richtig knapp. Bellingham. Wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen riskieren, damit wir den Anschluss nicht verlieren an die Tabellen. An das obere Tabellenfeld. Sehr packende erste Hälfte. Puh. Ich glaube, wir werden Hazard rausnehmen für Zolles. Der hat mir sehr gut gefallen das letzte Mal. Wolf lassen wir noch Brandt.
ist auch noch mal eine Option. Malen für Reus vielleicht. Da geht's erstmal weiter. Silva. Sonst Haaland. Boah, und der macht das Ding nicht. Das wäre die Entscheidung gewesen. Er macht das Ding nicht. Achtung.
Test ist da. Das war's. Wir gewinnen in Leipzig mit sage und schreibe 3:1 in diesem Topspiel und sichern uns 3 Superpunkte im Kampf um das obere Feld hier. Da gucken wir doch gleich mal in die Tabelle hinein. Punkte. Die Tabelle verengt sich wieder so ein bisschen da oben. Wir sind knapp hinter Bayern. Wolfsburg sitzt uns noch hinten drauf. Ja, 25 Punkte. Ja, da müssen wir noch uns ein bisschen anstrengen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.